Tada! Sieht schon aus, als wäre es irgendwie Vormittag, 9 Uhr. Ist aber erst kurz nach 6. Guten Morgen. Ich mache noch ein bisschen Frühstück, ne? Hab noch Zeug von gestern übergelassen. War auch genauso beabsichtigt. War im Hotel hätte es auch Frühstück gegeben, aber das habe ich nicht dazu bestellt, weil so ist es irgendwie besser, geht schneller, ist auch ein bisschen weniger. Hat man nicht so die Gefahr, dass man sich so voll frisst. Gutes Hotel, hab gut geschlafen, ein bisschen warm hier drin, ne? Let's go! Hotel Meier. Super unscheinbarer Laden hier, echt. Mit Restaurant, wo es nichts gibt, glaube ich. War alles dicht gestern. So, einmal hier unter der Straße durch und dann geht's hier irgendwo links, ne? Schwupps. So, hier geht's einmal unter der A7 durch. Die begleite ich ja hier bis zur dänischen Grenze. So der Plan. Und zwar 185 Kilometer von hier nach Hamburg Zentrum. Es geht jetzt erstmal an Hannover vorbei. Und dann geht es nach Celle. Einmal durch Celle. Wer war schon mal in Celle? Ich nicht. Und dann geht es raus in die Lüneburger Heide. Einmal mitten durch die Lüneburger Heide. Das wird schön. Ja, und dann kommt dann irgendwann Buchholz in ein Wortheide. Und dann geht es über Harburg nach Hamburg rein. So der Plan. Ja, der Wind steht immer noch auf Süd. Man sieht es hier links. Ich habe Rückenwind. Dreht im Verlauf des Tages dann auf West. Ich bin in Harsum, Gemeinde nördlich von Hildesheim. Und hier beginnt für mich der Norden, also für mich als Franke beginnt hier der Norden. Hier, wo das Land flach wird. Und auch die Klinkersteinhäuser mehren sich hier links und rechts, ne, diese roten Ziegel. Das ist für mich Norden. So, ihr macht jetzt mal kurz die Augen zu. Jetzt macht ihr noch mal die Augen zu. So, wollt ihr jetzt die Augen wieder aufmachen? Weiter geht's! Ich habe so einen ganz leichten Rückenwind. Echt ideal. Ich bin hier in Algermissen. Algermissen. Hast du nicht gesehen, musst du nicht kennen. Gibt's aber. Ein Kanal. Weiß ich genau, ob das schon der Mittellandkanal ist. Keine Ahnung. Steht kein Schild hier. Jo, jetzt bin ich auf dem Weg nach Sehnde. Ist eine Kleinstadt voraus hier. Gerade direkt östlich von Hannover. Das ist da links irgendwo. Und da vorne der Berg. Das ist der Kaliberg. Hier gibt es Kalibergbau, also Salzbergbau. Gab es, glaube ich. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Was es noch gibt, ist der Berg. Sind jetzt gerade auch im Landkreis Hannover angekommen. Und jetzt fahre ich gleich an dem Berg vorbei, ne? Das müsste der Mittellandkanal gewesen sein. So, jetzt fahre ich gerade nach Sehnde rein. Da links nochmal der Kaliberg. Alles Aushub vom Bergwerk. Ich bin auf die Straße rüber. So. So, hier habe ich nochmal so einen Kaliberg. Das ist der zweite, das ist der von Lehrte. Der ist jetzt weiß, weil das Bergwerk wahrscheinlich noch in Betrieb ist.
Und wenn dann nichts mehr aufgeschüttet wird, dann wächst Gras über die Sache. Wie bei dem anderen in Sehende. So, wie ihr seht, hier nur geradeaus. Wind weht noch auf Süd, ich komme schnell voran. So, ich fahre gerade durch Lehrte. Lehrte bei Hannover. So eine Kleinstadt, die um die Eisenbahn herum entstanden ist. Sogenannte Eisenbahnerstadt. Und entsprechend gibt es hier wenig zu sehen. Und dann geht es jetzt weiter auch schon in Richtung Burgdorf. Ja, rechts vor links, ne? immer nicht vergessen. Burgdorf, weiter geht's. So, das hier war die A2, Hannover-Braunschweig. So, wir fahren nach Burgdorf rein. Das ist kein Dorf, sondern eine Stadt. Und das war jetzt früher auch mal eine Kreisstadt. Landkreis hat man aufgelöst und in die Region Hannover eingegliedert. Okay, einmal hier durch die Innenstadt rollen. Da ist die Kirche. Ja, ne? Ja, Sonntag früh, ne? Jetzt Brötchen holen. Ein lecker Frühstück mit der Familie. Aber jetzt kurz vor 9. Ich sitze natürlich schon auf dem Rad. Weil wenn ich in Hamburg ein bisschen früher da bin, dann ist das auch kein Problem für mich. 150 Kilometer sind es noch von hier. Jetzt geht es weiter nach Celle. Eine kleine Bockwindmühle. Schön. Ja, Thema Radwege in Niedersachsen. Ne? Das sieht jetzt hier so idyllisch aus, hier neben der Straße, aber es ist scheiße. Es ist scheiße. Es ist ein reiner Wurzelweg. Ich kann mich quasi fast nicht in den Sattel setzen, weil ich die ganze Zeit so durchgeschüttelt werde. Es ist echt graslich zu fahren. In Niedersachsen ist allgemein das Problem, dass die Radwege schon ziemlich alt sind. Die gibt es schon lange. Hier hat man recht früh gebaut. Und dann halt nichts mehr dran gemacht, ne? Weil ist ja nur ein Radweg, was sollst du da dran machen? Die paar Bodenwellen da. Alles einfach scheiße, ey. Links die Straße ist natürlich perfekt glatt. Da passt alles und der Radfahrer darf sich hier über die Scheiße da quälen. Das ist echt doof. Aber so ist es halt. Hat man oft hier in Norddeutschland alte, verkommene Radwege, die du aber trotzdem benutzen musst. Ne? Ja, und weiter geht's auf schnurgeraden Straßen, wie das für den Norden üblich ist. Richtung Celle, noch 15 Kilometer. So, ich bin in Celle. Muss feststellen, extrem weit angelegt, diese Stadt. Ich bin jetzt schon, also das Ortsschild ist schon 3 Kilometer hinter mir oder so. Ich habe noch 2-3 Kilometer zum Zentrum. Obwohl nur 70.000 Einwohner hier wohnen, also fast so viel wie in meiner Heimatstadt. Und die ist deutlich kompakter, muss man sagen. Ja, hier auch wieder radwegtechnisch, ne? Das da rechts, das macht keinen Spaß. Das halte ich für nicht zumutbar. Auch diese ganzen Senken und so, ne? Fährst ständig auf und ab, ey, da wird einem ja schlecht. Residenzstadt Celle. Ja, nachdem es eh Sonntag ist, ne, fahre ich halt auf die Straße. So machen wir das. So ist der Stadtring, der Innenstadtring. Irgendwo ist das Schloss. Die Altstadt von Celle. Sieht schon gut aus. Oh. Ja, hier sind wir mitten drin. Ja, das ist es. Geschichten dazu kann ich keine. Müsst ihr euch ausdenken. Residenzschloss Celle. Jo, 50 Kilometer gefahren. Kurze Pause. Direkt am Schloss. Jo, dann drehen wir mal eine kleine Runde ums Schloss. Gibt ja auch einen schönen Schlosspark.
Und das sind wir wieder. So, nochmal einen Sprung in die Altstadt und dann geht's weiter. Und das hier ist so die Hauptstraße. Fahr jetzt durch, dass wir mal gucken können. Guck, schöne Fachwerkhäusli haben sie hier, viele mit Inschriften und so. Das ist schon gut. Boah, die ist so eine richtig tolle Altstadt. Alles erhalten hier. Wie so um die nächste Kurve, sieht richtig geil aus. Ey, echt gut. So. Und hier nochmal links. Toll. Tolle Stadt. Gut. Da fährt's beende. Das ist halt das Schöne mit dem Fahrrad, ne? Da kannst du jetzt frei rumrollen. Die Giebel stammen aus verschiedenen Jahrhunderten. Tauchenhäuser sind 70 Meter. Ja, aber da kriegt man natürlich die besseren Infos als bei mir, weil ich kenne mich ja hier nicht aus. So, hier ist besagte Gedenkstätte. Hier in Belsen. Anne-Frank-Platz. So, ey. Jetzt wollte ich da gerade reinrollen, weil ich habe kein Schild gesehen. Ne? Steht nur hier Brandgefahr und Ding. Und da stand gar nichts. Darf natürlich nicht mit dem Fahrrad reinfahren, war auch zu erwarten. Jetzt hat mich der Mann da schon hier eingeführt und Fahrrad steht jetzt hinter diesem Betonklotz. Da drin ist so eine Ausstellung. Ja, mit Informationen und so weiter. Ich gehe da jetzt nicht. Ich werde jetzt hier nicht viel Zeit verbringen, also ich spaziere jetzt mal kurz da rein aufs Gelände, gucke mich einmal um und dann haue ich wieder ab. Hat er mir so eine Broschüre gegeben, steht das alles drauf. Anne-Frank-Gedenkstein gibt es hier noch. Da gucken wir da gleich mal, was wir hier so sehen. Bergen-Belsen, ja, trauriger Ort. Oh, hier sieht man ein bisschen das Lager. Da bin ich gerade. Das ist ein Riesenareal hier. Mitten im Nirgendwo, mitten in der Lüneburger Heide irgendwo. Mitten im Wald, wo keiner was sieht, wo keiner was hört, was hier passiert ist. 70.000 Menschen sind hier gestorben. Ja, hier grober Blick über das Gelände. Das hier sind so Massengräber. Da sind 1.000 Tote. Da sind 2.500 Tote. Steht zumindest auf dem Stein. Gehen wir aber davon aus, das stimmt. Da hinten ist noch mehr. Ja. Übel. Die Baracken, die stehen alle nicht mehr. Die haben sie abgebrannt. Ziemlich gleich nach der Befreiung. So, und ich gehe jetzt auch schon wieder, weil ich fühle mich hier irgendwie unwohl. Ich bin überhaupt nicht angemessen gekleidet für so einen Ort. Und da will ich jetzt hier keinen provozieren. Deswegen mache ich mich wieder vom Acker. So, gerade hier 4-5 Kilometer weiter. Linke Hand. Beginnt die große Niedersachsen-Kaserne. Das ist jetzt die Kaserne von der Bundeswehr. Da waren früher die Briten stationiert. Also nicht so lange her, dass sie abgezogen sind, erst 10, 15 Jahre oder so. Hat mir der Dude da vorhin gesagt, der Typ bei der Gedenkstätte. So, Bergen, das spiegelt links ab. Ich folge jetzt der B3 nach Soltau. Ja, weil ich gerade dran vorbeikomme hier, Becklingen, gibt es so ein Kriegsgräber von den Briten. Auch beeindruckend hier. Zu vielen, vielen, vielen gleichen Grabsteine. Their name liveth forevermore, steht auf dem Felsblock da vorne. Direkt hier an der B3 von Celle nach Soltau. Leute, ich bin in Bispingen. Bispingen. Das ist aber nicht bei Stuttgart, sondern ist bei Hamburg. Ja. Das liegt mitten in der Heide. Aber der richtige Heide, dein kommt jetzt erstmal noch. Ja. So, Pause, Leute. Hier in Bispingen heißt das natürlich. Ne? Mitten in der Lüneburger Heide. So, und jetzt geht es dann hier gleich links weiter nach Volkwardingen. Und dann geht's auch auf die Heide, die ist auch recht hügelig, wie man hier schon gesehen hat. Geht ziemlich auf und ab, ist jetzt hier nochmal bergiger geworden.
und geht auf 120 Meter hoch, also für hiesige Verhältnisse einiges. Und der Alex gönnt sich jetzt erstmal ein kühles Erfrischungsgetränk. So, die Cola ist reingelaufen. Weiter geht's. So, hier links. Kamera zeigt gerade nach links. Da seht ihr so eine Halle da, ne? Da kann man Ski fahren. Das ist eine Skihalle. So, ja, ich rolle wieder, ne? Ey, nach so einer Pause wieder die Beine in Gänge zu bekommen, ist auch nicht so einfach. Die wollen erstmal nicht. Man musste immer ganz, ganz langsam anfangen, ganz locker lostreten, bis sie dann wieder warm werden. So, hier kommen wir jetzt in die nächste Ortschaft. Hier heißt Borstel in der Kuhle, weil die liegt hier wohl in einer Kuhle. Da fahre ich jetzt einmal durch. Weiß nicht, 20 Minuten oder so habe ich Pause gemacht. War jetzt die erste Pause seit Celle heute Morgen. Und das ist ja nur auch schon wieder 80 Kilometer her oder sowas, ne? So, einmal durch die Kuhle und drücken wir da rauf. Jetzt wird es landschaftlich schön. Wir kommen jetzt auf die hohe Heide. So, hier wird es jetzt spannend. Einmal unter der A7 durch und hinter der A7 beginnt das Naturschutzgebiet. Moin. Kann ich vorbeischieben da? Kann ich dran vorbeischieben an der Herde? Super, danke. Ach, wie süß. Oh, ihr seht schon, also schön zu fahren ist hier nicht. Eieiei. Ja, und zwischendurch sandig. Sehr, sehr sandig hier. Ganz charakteristisch. Dieser sandige Boden, der halt mit dem Rennrad auch nicht so gut ist, weil mit diesen dünnen Reifen, die man ja hat, da sinkt man mal gleich ein, ey. So, da ist die A1. Hey, doch, weiß ich nicht. Hamburg ist nicht mehr weit. Doch, ist die A1. So, noch knapp 15 Kilometer bis Hamburg. Hier geht es echt nochmal schön idyllisch durch tiefe Wälder, bevor es in die Stadt reingeht. Und die Stadtgrenze von Hamburg ist erreicht. Freie und Hansestadt. Es geht richtig ab hier gerade. So ein ganz leichter Downhill bergab. Kann es richtig gut laufen lassen. Bin so schnell wie die Autos. Eis. Bin gleich in Harburg. Das Lustige ist, der niedersächsische Landkreis heißt Harburg. Aber die Stadt Harburg selbst ist eigentlich ein Stadtteil von Hamburg mittlerweile. Und da kommen wir jetzt gleich hin. So, wir fahren einmal durch Harburg. Natürlich durch die Fußgängerzone. Ihr kennt mich ja. Sonntag darf man das auch. So, wir kommen ins Hafengebiet, südlichen Häfen, Elbbrücken und so Zeug. Jo, die Möwen zwitschern, da kommt schon das erste Hafenbecken. Nice. Das heißt die alte Hamburger Elbbrücke. Ha! Wisst ihr, was ich nicht alles weiß? Nein, Schmarrn, das stand auf dem Schild dort. Ist cool, ey, ich glaub's nicht. Leute, ich glaub das nicht, wie groß diese Stadt ist. Ey, ich habe noch 15 Kilometer zu fahren. Und ich fühle mich schon so wie fast schon mittendrin, ja? Also, natürlich ist ja einmal Reeperbahn mit drin für euch, ne? Das muss mal gesagt sein. Aber sonst. Ist ja echt eine große Stadt hier.
Ja, und das ja irgendwie, ist das jetzt die Elbe eigentlich? Ich weiß nicht. Weil es ist ja nur die Süderelbe oder was. Ich komme ja nicht von hier. Weil es gibt ja nur auch noch den Elbtunnel, wo wir dann auch noch durchballern. Und der ist ja noch ein Stück weiter. Und der führt ja nur auch auf. Kann ja nicht sein, ne? Ich fahre ja nur einmal über unter der Elbe, ne? Jetzt war das hier die Elbbrücke und dann kommt der Elbtunnel. Macht das Sinn? Ne. So, ging jetzt gerade eine ganze Weile durch hier, durch Wilhelmsburg durch. Und jetzt kommt dann das Reiherstiegviertel. Steht auf meinem Tacho. Ja, aber schöne Straßen habe ich hier schon, ne? Und ich habe immer noch 10 Kilometer. Ich glaube es nicht. Oh, mein lieber Mann. Erst. Ey, Leute gibt's, ne? Also abgesehen von dem vielen Graffiti ist das echt ein schönes Viertel. Und so Leute, die nicht gucken, wohin sie fahren und gehen, also. So, hinter diesem netten Viertel geht es jetzt gleich hoch. Da vorne sieht man auch schon die Skyline mit dem Hamburger Michel. Und was weiß ich nicht alles. Ich kenne es ja nicht. Ich bin ja nicht von hier. Habe ich schon mal gesagt, ne? So. So, wie machen wir das hier, wenn wir auf dem Fahrrad unterwegs sind? Wir halten an. Nein! Nein, das ist so. Ist wahrscheinlich nur wegen Überlastung gesperrt hier. Oh. Ah, der hat schon rot, siehst du, Glück gehabt. Da hinten auch die Elbphilharmonie, schön zu erkennen. Super. So, das ist ja auch spannend gemacht hier. Ui. Der Michel in seiner ganzen Pracht. Na, die braune Kirche da vorne rechts meine ich natürlich. Für die Nicht-Hamburger. Ja, und hier ist das Tunnelportal. Das Portal zum St. Pauli-Elbtunnel. Ein alter, historischer Tunnel. An den fahren wir jetzt mal. Moin. Moin. Kühl, ey, richtig angenehm.
Ja, und das war der St. Pauli Elbtunnel. Und jetzt sind wir in St. Pauli. Oh, guck das mal an, ey. Seifenkistenrennen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ja, in Hamburg, so wie in vielen großen anderen Städten in Deutschland, haben sie diese blauen Radwegschilder komplett abgeschafft seit der Corona-Krise. Die gibt es nicht mehr und die Radfahrer dürfen jetzt ganz legal die Straße nutzen. Was die ganze Situation ein bisschen entspannter macht. Weil die Radwege kann es vergessen, also rechts sieht man das. Da ist so ein 1 Meter Streifen und da tummeln sich dann jetzt die Radler, die Schnellen, die Langsamen, die Kinder, die Elektroroller, die Tretroller. Alles tummelt sich da und du kriegst das, das funktioniert nicht mehr. Radler müssen auf die Straße in den Städten. Die ganzen Clubs hier, ey, das ist echt immer so, das ist so eine Partymeile, ey. Ja, bei Tagwisch wirkt das alles ein bisschen. Naja, Sexhaus. Super. Jawohl, das sind die richtigen Autos für hier natürlich. Muss man wissen. Nicht hier einfach mit so einem billigen Rennrad über die Fahrbahn runterschruppen. Jo, ich muss einmal auf das andere Ende von der City, weil mein Hotel ist so Richtung Hauptbahnhof und der ist Richtung Ostende. Kommen jetzt in den Stadtteil Neustadt. So, Gas, Gas, Gas. Schön mitschwimmen, immer gucken. Toter Winkel und so, ne? Gerade hier bei so Lieferwägen. Also ihr seht, ist ganz schön anstrengend hier im Stadtverkehr. Weil ich will ja mal mitschwimmen, ne? Ich will ja die grüne Welle mitnehmen. Kein Verkehrshindernis sein. Da musst du halt hüten. Musst du halt reden, ja. Hier noch ganz kurz. Das ist natürlich der Hauptbahnhof hier. So. Zeit zum Einchecken. Riesenschlange vom Check-in, ey. Das kann dauern. Keine Angst, ich lebe noch. Aber ich bin ziemlich fertig, ey. Ich habe jetzt eine Stunde oder so oder zwei geschlafen. Ich weiß gar nicht. War echt müde. Ja, und jetzt heißt es Essen suchen. Ich muss die Kalorienspeicher auffüllen. Und das am Sonntagabend. Also mal gucken, wie es endet. Küche gibt es leider keine, sonst hätte ich mir gerne eine Packung Nudeln gemacht. Hole ich vielleicht morgen nach. Mal gucken. Also, machen wir auf die Suche. So sieht der Hauptbahnhof übrigens von innen aus. Ganz schön beeindruckend. So, ich habe ein bisschen was zu essen gefunden. Beim Backwerk und bei so einem Dönermann waren hauptsächlich Kohlehydrate. Brauche ich für morgen. Und mit diesem Blick auf die Außenalster verabschiede ich mich. Und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn es weitergeht in Richtung Norden. Tschüss.